Gut, Leute, für unsere Pizzasauce brauchen wir wirklich nicht viel. Wir brauchen eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, gestückelte Tomaten, frisches Basilikum und hier habe ich schon mal Zucker, Salz und etwas Oregano in die Glasschüssel gefüllt. Das kommt nachher alles in den Topf rein und dann mit dem Mixer wird das Ganze durchgequirlt. Die Zwiebel, die muss jetzt nicht großartig fein geschnitten werden. Die können wir einfach grob stückeln und hier mit rein tun. Wir nehmen auch alles mit. Das Ganze wird ja gleich einfach nur durchpüriert. Den Knoblauch, den schneiden wir auch nur grob. Ja. Zucker, Salz, Oregano und unsere gestückelten Tomaten. Das geht mit dem Handschuh nicht so gut. Und jetzt zupfen wir noch ein bisschen Basilikum und es riecht einfach immer wieder so köstlich. Eine ganz wichtige Sache habe ich natürlich vergessen, und zwar einen Schuss gutes Olivenöl noch mit dazu zu machen. Das gibt nochmal einen schönen Geschmack. Die genaue Zutatenmenge findet ihr natürlich wieder bei mir in der Videobeschreibung. So. Und dann probieren wir doch mal kurz. Die ist gut. Können wir so lassen.